Auch bei ihm wurde durchsucht, rechtswidrig. Jörg Fortkort hatte eine kleine, freie Handwerksfirma. Er erledigte auch Dachdeckerarbeiten ohne Meisterbrief. Das Ordnungsamt witterte dabei einen Verstoß gegen das Gewerberecht. Eine Hausdurchsuchung war die Folge, quasi auf Verdacht. Mit fatalen Folgen, sein Betrieb war danach ruiniert. Das Schlimmste war eigentlich anhand der Dauer, weil es war über ein Jahr, wo die Unterlagen beschlagnahmt wurden. Also mein komplettes Büro, alle Unterlagen, die ich brauchte fürs Finanzamt, die ich brauchte für den Steuerberater, die ich brauchte für die Krankenkasse. Und von daher war das eine einzigartige Katastrophe. Eine rechtswidrige Razzia urteilten die Verfassungsrichter. Denn der Verdacht gegen den Dachdecker war nur dürftig begründet. Es ging um das Angebot für die Reparatur eines Gartenhäuschens. Dort lag ein einziges Angebot, das gelangt war. Das war 2 Jahre alt und das ist zu wenig, um zu durchsuchen. Die Verhältnismäßigkeit nicht gewahrt gewesen? Da war die Verhältnismäßigkeit nicht gewahrt. Also ich glaube schon, dass die Durchsuchung und Beschlagnahme als Standardmaßnahme häufig missverstanden wird. Und dass nicht hinreichend beachtet wird, dass die Wohnung unverletzlich ist und dass es sich hierbei eben um einen Grundrechtseingriff handelt.